Warum ist Sarah Wagenknecht beliebter bei den Anhängern der AfD als bei denen der Linken? Selbst in den eigenen Reihen gilt sie als Loose Cannon. Ich bin wirklich stinksauer. In flüchtende Menschen sieht sie ein großes Sicherheitsrisiko. Auch ihre Haltung zu Russland dem Ukraine-Krieg ist nah an der AfD. Sie fordert die Aufhebung der Sanktionen und keine Waffenlieferungen mehr. Auf ihrer Friedensdemo versammelt sie Rechte und Querdenker hinter sich. Zuletzt spekuliert Sarah Wagenknecht sogar öffentlich, eine eigene Partei zu gründen. Ist sie jetzt wichtig für die Partei oder gefährlich? Einerseits gehört sie laut ZDF-Politbarometer aktuell nach Meinung der Befragten zu den 10 wichtigsten Politikern Deutschlands. Als einzige der Linken in den Top 10. Andererseits wird sie in Sachen Sympathie und Leistung sehr schlecht bewertet. Besser als in den eigenen Reihen schneidet sie übrigens bei AfD-Anhängern ab. Was meint ihr denn?